zurück zu einem neuen Video bei Frühstück in der Parfümerie. Schön, dass du wieder bei mir vorbeischaust. Falls du neu auf diesem Kanal bist, dann herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier vorbeischaust. Mein Name ist Svana und auf diesem Kanal Frühstück in der Parfümerie geht es nur um die Welt der Düfte. In dem heutigen Video möchte ich euch Weihnachtsklassiker unter 50 Euro vorstellen. Ich habe das im letzten Jahr schon mal gemacht. Dieses Jahr sind es natürlich andere Düfte. Aber ich möchte euch einfach Düfte zeigen, die tolle Geschenke sind, auch für ein kleineres Budget. Unglaublich schön, klassische Düfte, mit denen man eigentlich nichts falsch machen kann zum einen, aber eben auch Klassiker im Sinne von zeitlos und einfach schön zum Ansehen, schön zum Riechen, All-Time-Favorites, Düfte für unterschiedliche Typen von Frauen und Düfte für unterschiedliche Arten von Frauen, sei das jetzt die beste Freundin oder eine Freundin oder die Freundin oder die Liebe deines Lebens oder deine Mutter oder deine Oma oder eine Kollegin, wer auch immer und was man sonst noch so für Verbindungen hat, wo man Frauen beschenken möchte. Die Düfte, die ich vorstelle, sind aktuell alle gerade unter 50 Euro erhältlich. Ich habe jetzt auch die Douglas Links reingepackt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nicht verwirren lassen, wenn ihr dann mal im Laden seid bei Douglas oder so. Das hatte ich nämlich auch heute wieder, dann könnt ihr einfach die Preise zeigen, die ihr online seht und dann machen die das auch im Geschäft so. Also teilweise unterscheiden die Preise sich doch schon echt krass, deswegen immer am besten vergleichen, wie das dann auch online ist, der Preis, und dann kann man dann auch ordentlich was reinholen an Ersparnis. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Schauen. Und wir fangen an mit dem ersten Duft. Ein Klassiker, mit dem man auf jeden Fall nichts falsch machen kann, wenn man sich nicht sicher ist, weil er schön zart, elegant und clean ist, ist Chloé von Chloé, das Eau de Parfum, also der Klassiker eigentlich von Chloé. Ich gehe gleich nochmal auf das Flakon genau ein. Ich finde, der Duft ist einfach wunderschön. Auf jeden Fall ist es ein Duft, der aktuell für 33,79 bei Douglas verfügbar ist. Komischer Preis, aber ist so. Ich verlinke es, wie gesagt, auch nochmal. Und ich finde den einfach toll und der gehört in diese Klassikerliste mit rein, weil der zeitlos ist, weil der ist clean, der ist trotzdem blumig, hat was ganz Reines, Frisches. Ich sprühe mir den jetzt auch nochmal auf. Das Flakon geht ein bisschen schwer auf, aber ja, der ist unheimlich schön. Ich liebe diesen Duft. Ich bin ja, wie ihr wisst, eigentlich eher so ein Typ, der dunkle, schwere Düfte mag, gerade auch im Winter. Aber ich finde, das ist ein Duft, den kann man immer gut tragen, das ganze Jahr über. Der hat dieses schöne, pudrige, reine, feminine, zarte. Deshalb ein Klassiker, unheimlich schön. Auch vom Flakon her, wie ihr seht, ist der wunderschön. Der hat hier diese handgebundene Schleife. Und diese Linien hier, die sind von der Plissé Collection von Chloé inspiriert. Und ich finde, das ist eben auch so wichtig, wenn man an Weihnachten was verschenkt, dann freut man sich ja immer, wenn man was Schönes bekommt. Weil es gibt ja Düfte, die sind unheimlich schön und klar, ich liebe schlichte und klare Flakons, aber sowas Schönes, Süßes, Zartes, Feminines zu Weihnachten, das ist einfach ja schön anzusehen, das passt perfekt. Und da freut man sich einfach, wenn man dann sowas Schönes sich auch noch ins Bad stellen kann. Ich finde, der Duft strahlt Unschuld aus und passt zu sehr natürlichen Natural Beauty Frauen. Und jede Frau ist ja Natural Beauty eigentlich. Deswegen ist das ein Allrounder, der geht von jung bis alt. Den kann jeder gut tragen. Ich fand den schon immer schön. Und das wäre nie ein Duft, wo ich sagen würde, nee, der gefällt mir nicht. Und das ist ein Duft, der kommt eigentlich immer gut an. Von daher kann man mit dem nichts falsch machen. Wem könnt ihr diesen Duft am besten schenken? Wie gesagt, der ist eigentlich ein Allrounder. Den kann man eigentlich jedem ganz gut schenken, muss ich wirklich sagen. Aber wenn man zum Beispiel jetzt eine Freundin hat, also als Mann die Freundin, dann würde ich empfehlen zu warten, was ich sonst noch hier in der Liste habe. Auch für die beste Freundin habe ich eigentlich noch was. Aber wenn man weiß, dass diese Mädels eher so frische Sachen mögen und reine, cleane Sachen, dann ist das hier die richtige Adresse. Weil, ja, der ist romantisch, feminin, den kann man eben auch als Lover gut verschenken, den kann man als beste Freundin gut verschenken. Aber eigentlich finde ich, ist das ein sehr, sehr schönes Geschenk für die Mutter oder auch die Großmutter. Also zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass der meiner Mutter sehr, sehr gut gefallen würde. Deswegen, ja, ein tolles Geschenk für tolle Frauen. Von den Duftnoten haben wir hier in der Kopfnote Litschi, Fräsie und die Pfingstrose. Und die Pfingstrose riecht man auf jeden Fall auch raus. Das ist so eine ganz zarte Rose. Ein bisschen diese Delina-Rose, aber eben nur ein bisschen. Also von daher vielleicht auch eine günstige Alternative für Delina, auch wenn es jetzt nicht genauso riecht natürlich, aber das erinnert mich so ein bisschen daran.
diese ganz, ganz, ganz zarte, feminine, weiche Rose. Ganz rosa hell, ja, oder eben beige. Und in der Herznote haben wir dann Magnolie und Maiglöckchen und in der Basisnote Amber und Zedernholz. Let's continue with Yves Saint Laurent Libre. Auch ein wunder, wunder, wunderschöner Duft. Den Duft habe ich schon mal in einem anderen Video reviewed. Das verlinke ich auch gerne nochmal. Dann könnt ihr euch den da auch nochmal im Detail anhören. Das hier ist das Eau de Parfum. Der ist nämlich aktuell für 41,95 erhältlich. Bei Douglas auch. Ich verlinke es auch wieder unten. Ich kriege da auch keine Provision oder irgendwas. Ich war jetzt einfach immer nur bei Douglas. Und ich muss sagen, ich habe jetzt bei Flaconi was bestellt und das ist schon voll lange her. Dazu habe ich eigentlich auch schon ein Video gemacht. Ich habe mir den dann nur später online gekauft. Total blöd eigentlich. Auf jeden Fall hat der Versand super lange gedauert. Gerade jetzt vor Weihnachten, weiß ich nicht, wenn man die Sachen ja eigentlich auch alle recht fix haben. Je mehr die Zeit voranschreitet, desto wichtiger ist es, dass man die Sachen zeitnah hat. Klar kann man auch Express machen, aber ja, wenn man Express macht, dann ist es meistens schon zu spät. Deswegen habe ich jetzt einfach mal bei Douglas geschaut und die Links sind alle von Douglas. Und ich hoffe auch, dass wenn ich das Video veröffentliche, dass die Preise dann nicht am nächsten Tag wieder anders sind. Aber wenn man ein bisschen schaut, dann haben eigentlich alle gerade Rabattcode. Eigentlich sollte das noch funktionieren. Genau, aber ich schweife ab. Der Duft ist unheimlich schön. Ich finde, der hat auch etwas Cleanes an sich. Hat aber einen zitrischen Auftakt und ist trotzdem deutlich blumiger und wärmer als der Chloé beispielsweise, jetzt mal so im Vergleich. Und das Schöne ist, dass dieser Duft im Verlauf noch deutlich opulenter wird und der ist sehr bold, also sehr selbstbewusst und unheimlich schön warm und hat was ganz Tolles, Glamouröses. Ich liebe auch das Flakon, da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber was der hat, was ich sehr schön finde, ist eine Kombination aus Lavendel und Vanille. Und der Duft heißt ja Libre und das heißt Freiheit. Also der Duft steht für das Gefühl von Freiheit. Und deshalb sind in dem Duft auch sehr gegensätzliche Duftnoten vereint, die einfach diese Freiheit ausdrücken sollen. Also so ein bisschen, ich kann machen, was ich will. Und deswegen auch diese Duftnoten, die sehr kontrastreich sind. Also für mich ist es ein sehr edler, glamouröser Duft. Der ist nicht nischig, das ist schon auch ein Mainstream-Duft, aber das wollen wir ja auch heute und ich trage den auch sehr gerne. Ich finde, den kann man sehr gut so zum Feiern tragen und ich fühle mich immer sehr selbstbewusst, wenn ich den trage. Außerdem erinnert er mich einfach an was Positives. Also ich assoziiere damit eigentlich immer nur gute Sachen und liebe diesen Duft. Und was ich am meisten an dem Duft liebe, ist wirklich das Flakon. Das ist einfach so, so schön, dieses Flakon. Ich bin ja ein großer Freund von Schwarz und von Gold. Und das Ding ist, dieses Flakon ist auch inspiriert von der Freiheit. Man sieht hier diese geometrischen Linien und dann das Logo, was diese geometrischen Linien wieder bricht. Und dann auch hier mit diesem Goldchoker. Wirklich, wirklich schön. Und somit auch der perfekte Hingucker zu Weihnachten. Ich muss sagen, klar, den kann man auch seiner Freundin sehr gut schenken oder wenn die Mutter oder die Großmutter sich den wünscht, vielleicht dann auch den. Aber den kann man eigentlich perfekt der besten Freundin schenken oder einer Freundin einfach, weil der für dieses selbstsichere und Freiheit steht und dieses Female Empowerment Ding. Und wir Frauen supporten uns hier alle gegenseitig und pushen uns und so. Und das ist einfach so ein Duft, der einfach dafür steht, dass man machen kann, was man will und dass man das machen soll, wofür man brennt. Und der Freiheit sind halt keine Grenzen gesetzt und dass man sich für sich selber einsetzt und solche Sachen. Also ich finde, der hat einfach noch eine schöne Bedeutung. Ich finde das Commercial mit Dua Lipa super schön. Das kann ich ja auch noch mal kurz einblenden. Der Duft selber ist wirklich wunderschön und wie gesagt, wenn man den dann auspackt und dann sieht man das, dann denkt man sich so, okay, wunderschön, dankeschön. Da freut man sich einfach und ich muss wirklich sagen, das ist, glaube ich, das schönste Flakon, was ich kenne. Klar, es gibt noch ganz andere schöne, aber ich liebe einfach Saint Laurent und ich finde, das hier ist einfach perfekt. In der Kopfnote haben wir Neroli und Mandarine. In der Herznote dann Orangenblüte, den Lavendel und Jasmin, was den Duft auch sehr opulent macht. Und in der Basisnote ist dann Vanille, Zeder, Amber und Moschus. In dieser Weihnachtsliste steigern wir uns von der Intensität immer weiter nach oben. Wir haben jetzt angefangen bei den cleanen Düften und wandern immer weiter nach oben und befinden uns jetzt gerade beim nächsten Duft auf der Glamour-Pur-Ebene sozusagen. Und zwar mit The One von Dolce & Gabbana. Die 30 ml sind auch gerade unter 50 Euro verfügbar, nämlich für 44,95 bei Douglas. Der Link ist auch wieder unten
verlinkt. Generell zählt der The One zu einem der meistverkauften Damendufte, was eben auch wieder bedeutet, du kannst mit dem Duft nicht viel falsch machen. Ich muss sagen, ich liebe diesen Duft. Ich kriege manchmal Kopfschmerzen von ihm, auch wenn ich den Duft an sich wirklich sehr liebe, weil er unendlich glamourös, opulent ist und ich immer das Gefühl habe, mich umgibt so ein goldener Glam-Schleier. Und ja, das ist der Duft für den perfekten Auftritt. Mit dem fühlt man sich einfach wohl. Ich finde, das ist ein eleganter, zeitloser und sehr, sehr feiner Klassiker. Also der Duft ist in sich selber sehr, sehr zart und sehr, sehr fein. Die anderen Düfte, die ich jetzt bisher hatte, auch der Chloé beispielsweise, der an sich ja sehr clean ist, aber die waren alle sehr, sehr prickelnd. Und der The One, der ist einfach perfekt glatt und sehr zart und rein. Ich weiß nicht, ob man diesen Unterschied, ob ich den jetzt rüberbringen konnte, aber der hat dieses ganz, ganz Pure und das finde ich wunderschön und deswegen auch die Bedeutung The One, also der eine oder die eine, das ist das Schöne an dem Duft, dass der Duft auch dafür steht, dass der Geruch von The One einen immer an den Partner erinnert. Und deswegen finde ich, ist The One von Dolce & Gabbana der perfekte Duft für die Liebe deines Lebens. Ja, und wenn man das dann auch mit dieser Begründung so verschenkt, dann finde ich, ja, wird da jede Frau wahrscheinlich sagen, oh. Also von daher, ja, es ist ein toller Duft, mit dem kann man nichts falsch machen. Es sei denn, du weißt, dass deine Freundin echt sagt, so, boah, nee, mir ist alles viel zu stark, dann doch lieber Chloé. Aber ansonsten The One von Dolce & Gabbana. Ich bin ja ein großer Fan von Vanille und Vanille haben wir hier auch in geballter Form drin. Und zwar in Kombination mit dem Pfirsich, was ich auch wunderschön finde. Diese fruchtig-vanillige Mischung, super, super schön. Und ja, deswegen liebe ich den auch so sehr. Also man muss mir eigentlich nur Vanille in Kombination mit guten Noten geben und ich bin gleich hin und weg. Von den Duftnoten her haben wir in der Kopfnote Bergamotte, Litschi und Pfirsich. In der Herznote haben wir Lilie und Maiglöckchen, auch wenn ich finde, dass man das Maiglöckchen hier gar nicht so stark riecht. Und in der Basisnote haben wir Vanille, Amber und WTW und auch vom WTW merke ich nicht viel. Also Vanille und Pfirsich sind hier sehr dominant und sorgen für diesen Glam, der einen den ganzen Tag umhüllt und einem das perfekte Selbstbewusstsein gibt. Wenn deine Freundin, Frau oder wer auch immer den Duft schon hat, dann kann ich dir nur The One Gold empfehlen. Der ist dieses Jahr neu und hat eine deutlich kräftigere Pflaume. Nicht so ganz so wie der Klassiker, aber auch wirklich sehr schön. Erinnert mich ein bisschen an Armani C. Weiter geht's mit Tresor von Lancôme. Ein weiterer Klassiker, der aktuell bei Douglas für 29,95 verfügbar ist. Und das Schöne an dem Duft ist, er kommt aus dem gleichen Jahr wie ich, nämlich 1990. Also es ist wirklich ein Klassiker. Der ist schon deutlich älter. Livre zum Beispiel, den wir auch eben besprochen haben, der ist jetzt gar nicht so alt und noch nicht so ein Klassiker wie Tresor. Aber ich habe Tresor hiermit in die Liste genommen aus zwei Gründen. Einmal, weil er eine wunderschöne romantische Bedeutung hat und zum anderen, weil er der perfekte Ersatz für einen sehr klassischen, luxuriösen anderen Duft ist. Aber erstmal zur Bedeutung. Der Duft Tresor wird auch als das Juwel der Liebe bezeichnet, denn die Form des Flakons ist wie ein Juwel. Ich blende es auch nochmal ein, denn ich habe den Duft jetzt leider nicht hier. Aber er ist generell etwas reifer und würziger als die bisherigen Düfte. Ich finde, man braucht immer noch so einen leichten, würzigen Duft in so einer Liste, der so ein bisschen Abwechslung noch reinbringt. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel bei The One sagt, so, der Duft ist meiner Freundin oder meiner Frau einfach ein bisschen zu glamourös und zu glatt und vielleicht auch zu jung, weil mit würzig wird der eher meistens was Reiferes assoziiert. Deswegen sage ich das und der hat nämlich noch so was Würziges und Prickelndes und deswegen finde ich den hier noch ein bisschen reifer. Gleichzeitig deswegen auch ein bisschen verführerischer. Ich habe mir den Duft hier vorhin auch nochmal aufgesprüht und der klassische Vibe, ja, der den Duft ausmacht, der kommt von Iris, was wir hier ganz stark drin haben. Maiglöckchen riecht man auch wirklich intensiv und heliotrop. Und diese Kombination, auch wenn das so gar nicht bei Chanel Nummer 5 gelistet ist, erinnert mich so ein bisschen an Chanel Nummer 5. Also einfach nur der Vibe, den Tresor hat, hat so ein bisschen Chanel Nummer 5 Vibe. Und klar, es ist nicht Chanel Nummer 5, aber es ist auch ein Klassiker und ich finde eine sehr gute Alternative. Und dann mit der Bedeutung, das Juwel der Liebe, ja, also wunderschön. Und damit hat man dann auch alles richtig gemacht, denke ich. Und zumal ist das Flakon super schön. Trotzdem ist hier auch noch Vanille mit drin, was den Duft wieder weiblich macht und so macht, dass er Svana wieder sehr gut gefällt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass der Tresor mir sehr gut gefällt. Das hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt, so vor, ja,
10 Jahren oder so, war ich so, nee, der ist mir zu alt. Und das ist natürlich sehr individuell, aber mittlerweile finde ich den einfach sehr, sehr schön. Zu der Frage, wem man den Duft jetzt am besten schenken soll, hätte ich eigentlich ganz neutral gesagt, das ist ein Allrounder. Den kann man wieder wirklich jedem schenken, von dem man weiß, also an eine Bedingung geknüpft. Der mag so ein bisschen intensivere, leicht würzig, süßlich orientalische Düfte. Dann ist das ein Allrounder, der dann gut gefällt. Aber durch diese Bedeutung mit dem Juwel der Liebe, auch wieder der perfekte Duft für die große Liebe. Oder eben auch für die Mutter. Das muss ja auch immer nicht auf die Freundin oder so bezogen werden, sondern einfach eine Person, die man liebt. Was ich an dem Duft einfach auch sehr schön finde, ist, dass er wirklich sehr intensiv ist und einen hohen Wiedererkennungswert hat und einfach nicht so riecht wie jeder andere Duft. Also kein Duft in dieser Liste riecht wie jeder andere Duft. Es gibt wirklich viele Düfte, die riechen wie jeder andere Duft. Aber ich schweife schon wieder ab. Zurück zum Thema, zu den Duftnoten von Tresor. Wir haben hier in der Kopfnote Rosenblatt, Aprikosenblüte und Pfirsichblüte. In der Herznote haben wir dann Maiglöckchen, Vanille, Heliotrop und Iris. Und in der Basisnote Moschus und Sandelholz. Der letzte Duft in der Liste ist, wie angekündigt, dann sozusagen das Maximum der Verführung hier, wenn man immer so eine Leiter bergauf geht hier in der Liste. Und zwar handelt es sich um Dior Addict, einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Was ich euch noch sagen wollte, aber während der Aufnahme vergessen habe, in der Hand habe ich natürlich die Version von 2002, einfach aus dem Grund, dass ich die am schönsten finde und das Flakon aufbewahrt habe und von den neueren kein Flakon da habe. Die Version von 2012 mochte ich gar nicht, aber die von 2014 kommt der Ursprungsversion einfach sehr, sehr nahe. Auf jeden Fall kostet der Duft aktuell 47,59, auch wieder ein sehr interessanter Preis. Ich verlinke es unten nochmal. Und ist der perfekte Duft zu Weihnachten und dadurch, dass der so unheimlich verführerisch, opulent, glamourös, aber wirklich ja, Verführung pur und sehr prickelnd und anziehend ist, ist es der perfekte Duft für die Freundin, die man vielleicht gerade neu kennengelernt hat und noch sehr fokussiert auf ihre Leidenschaft ist oder vielleicht auch eine Liebschaft, wie auch immer, die eher in diese Richtung geht. Oder, was ich auch überlegt habe, eigentlich ist es der perfekte Duft, wenn du eine beste Freundin hast und sie ist gerade heartbroken oder sie ja, möchte einfach Männer kennenlernen oder sie möchte einfach Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie auch immer, und sich sexy und selbstbewusst fühlen, dann ist Dior Addict der richtige Duft. Der hat was süchtig Machendes, sehr Reizendes und Opulentes. Und ja, der ist wunderschön. Ich finde auch, wenn man den dann auspackt, wunderschön, weil der ist eher schlicht, aber trotzdem glamourös, elegant. Und deshalb ein wunderbares Geschenk zu Weihnachten, sofern man weiß, die mag auch so ein bisschen orientalisch, ein bisschen Düfte, die eher so sind, okay, hier bin ich und die man auf jeden Fall sehr, sehr gut wahrnehmen kann. Haltbarkeit ist auch wirklich top, der ist sehr, sehr stark, finde ich, und hält bei mir super lange. Ich muss sagen, der Duft aus der Liste, wo ich persönlich mich am meisten drüber freuen würde, das ist Dior Addict. Der ist einfach Verführung pur. Also ich habe ja schon gesagt, wem ich den schenken würde. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass mein Video euch gefallen hat. Wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich wieder sehr für einen Daumen nach oben und bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht so regelmäßig Videos mache, wie ich wirklich wollen würde. Aber ich habe halt noch einen Job und gerade im Winter ist es so dunkel und es tut mir auch leid, dass das Licht da nicht so perfekt ist, wie wenn hier alles schön hell ausgeleuchtet ist. Aber ich versuche da irgendwie eine Lösung zu finden, dass ich das regelmäßiger schaffe. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse und ich gebe alles, dass das kontinuierlich bleibt und wird vor allem. Und danke für euren Support. Wie gesagt, ich freue mich wirklich immer über jedes Feedback und über jeden Like und was auch immer. Und freue mich auf Vorschläge, was ihr euch sonst noch so wünscht. Und das steht auch alles immer in meiner Pipeline. ja, genau. Also das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Geht heute Abend noch irgendwie auf den Weihnachtsmarkt oder sowas, sofern es bei euch geht, gerade während Corona. Und bis zum nächsten Mal.